Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Guild Wars 2 mit dem Xandura! Yay! Hallo! Letzte Folge waren wir, wo waren wir? Da hinten waren wir irgendwo. Und haben, endlich diese scheiß Aufgabe mal komplett geschafft, weil sich 50.000 Leute mit dazu gefunden haben, die Aufgabe dazu machen. Die diese Geisterstädte angreifen und dann Safe verteilen, pipapo. Und wir wollten eigentlich jetzt die Instanz weitermachen, Freundchen. Ja, guck mal auf mich. Ne? Du siehst mich? Ja, ich sehe dich. Warte. Nein, das war der falsche Skill, ich Arsch. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich bin beeindruckt. Ich bin fast beeindruckt. Das war jetzt der falsche Skill. So. Warte mal, du hast eine komplett andere Instanz als ich, ne? Weiß nicht, ich muss hier rein. Ja, du machst da weiter und ich werde jetzt meine Instanz betreten. Ah, okay. Ja, du bist ja, ich weiß, was bist du denn für eine? Eine Kuh. Verdammt! Ja, stimmt. Vroda, die Flinke. Oh, Alter, verpisst euch. Scheiß Fliege, verpiss dich! Schlag sie! Okay. Scheiße, jetzt bin ich aus Versehen reingerannt. Okay, gut. Videosequenz. Das hat mir, glaube ich, jetzt nicht ganz gefallen. Weil ich jetzt denkt ihr wie eine Aschelegion und zwar den, zu den Tribunen des, der Blutlegion, habe ich das gerade gesagt. Ja, das ist, bei mir auch. ihr habt von einem Ablenkungsmanöver gesagt. Achso, ist bei euch noch, bei dir noch ein Video? Mein Video ist schon vorbei. Okay. Ihr habt also von Ablenkungsmanöver gesagt, woran hattet ihr gedacht, Elijah? Kennt ihr euch mit diesem hiesigen Wald aus? Die Wälder sind trocken. Vielleicht können wir etwas abfackeln. Ich glaube, ich kann einen dieser Türme kurz schließen und explodieren lassen. Das Rauchpuppel, vielleicht können wir was das gebrauchen. Ich habe das zweite genommen mit dem Abfackeln. Ey, ich kann doch keinen Wald abfackeln. Bist du bescheuert? Klar. Nein. Ich würde sagen, wir lassen einen dieser Türme explodieren. Ihr solltet euch vielleicht eine Scheibe von der Eisenlegion abschneiden, was? An den Waffen der Flammenlegion herumwerkeln und sie gegen sie verwenden. Welche Ironie, das gefällt mir. Na gut, auf geht's. Das ist unglaublich. Vrada die Flinke, Eureale und Jahuk, Gallschlag. Sind das meine Gefährten überhaupt? Eureale, ja. Huch, wo ist die andere hin? Da. Vrada die Flinke. Ernsthaft, Paivol? Ich habe hier genug Flaschen, die ich nach dir werfen kann. So, ich gehe jetzt da rein. Höhlen-Höhlen-Trollfrau. Was ist denn eine Höhlen-Höhlen-Trollfrau? Dude, ich will einfach nur vorbei. Ist das möglich? Ja, die lassen mich in Ruhe. Okay. Yeah. Untersuchen. Diese Geifern und Trolle würden sofort angreifen, wenn man sie provoziert. Stachelt die Trolle auf? Ja, wir stacheln die Trolle auf. Okay, bei mir macht das keinen Sinn gerade. Ja, es sind irgendwie Trolle gerade am Laufen. Ich weiß auch nicht, zwei Trolle. Den Ansturm der Trolle lieber aus dem Weg gehen. Es sind vier Trolle. Das ist natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Die sind aber so low. Was ist denn das für ein Ablenkungsmanöver? Wir greifen die einfach gerade nur wahllos an. Ich dachte, ich soll ein Ding ins kaputt machen. Bei mir war das, wir sollten uns anschleichen. Ja, ja? Ich greife auch gerade hier wahllos die ganzen Leute an. Irgendwas mache ich falsch.
Vielleicht mache ich ja was, ja, keine Ahnung. Sterbender Busch, das ist mein nächstes Untersuchen. Die trockenen Blätter würden ganz einfach in Flammen aufgehen. Detoniert einen Sprengsatz, um den Busch in Brand zu setzen. Wir machen gerade alles. Nur nicht das, was ich gesagt habe. Ja, bei mir ist es nicht genau anders. Also bei mir ist es nicht viel anders, so rum war's. eine Granate. But I catch the grenade for you. Aber das mit dieser Story-Instanz ist eigentlich ganz gut gemacht worden. Ich find's auch mega nice, nur wie gesagt, das ist gerade echt. Oh scheiße, jetzt haben wir die Höhlentrolle auch noch gegen uns aufgehetzt aus Versehen. Jetzt ernsthaft? Boah, ist das schlecht gewesen. Ich habe eine fette Granate in der Hand gehabt, ne? Mhm. Ich habe die auf die Gegner geworfen. Was passiert? Die Granate macht nur 35 Schaden. Super. Geil, ne? Fehlt der Feuerschein, sabotiert den Geschützer und bringt ihn zum Explodieren. Schlinger, du müsstest mal weggehen. Da explodiert nichts. Warum nicht? Oh, ganz am Anfang habe ich zwei Stück vergessen. Oh Gott. Los, Random Buff. Danke. Ich glaube, ich würde sterben, wenn mein Random Buff mir nicht immer Speed geben würde. Könnt ihr es wagen, eine Frau anzugreifen und auch eine Bogenschützin? Kleines Lagerfeuer. Machen wir es ein großes Lager. Blitzpulver in die Flammen. So, wie es aussieht, bin ich jetzt fertig, oder? Ich bin mehr als verwirrt von dieser Mission hier gerade. Wir hätten uns überhaupt keine Mission aussuchen müssen. Wir hätten einfach alles machen. Wir können einfach alles machen. Das ist so doof. Das ist irgendwie gerade total sinnbefreit. Wie Sequenz. Okay. Bei mir jetzt auch.
das war jetzt irgendwie easy. Videosequenz. Ach. Bam. Cool, jo. Mission geschafft. Geil, oh Maligo, Alter. So, Schlüssel, Brief von Ridlock, angesägte Ritualtasche und Lumpenpack 10 Stiefel. Heute hat er ihnen gezeigt, dass sie nichts tiefer schneiden kann als jede Klinge. Wir haben zu sein, wie sie 50 Glück zu erhalten. Bam. Wie kann ich da mal bei Briefen gucken? Bei B vielleicht? Nein, B war es nicht. I war das, H war das, J, K, Tiergefährte L, keine Ahnung, V, zurückweichen, C, X, Y. Geh doch einfach nach oben und klick auf den Brief drauf. Kann ich nicht, da ist nämlich meine Zahlencode im Weg. Da gibt's keinen Smartcast dafür. Das ist scheiße. Okay. Kann ich den jetzt noch nicht angucken. Aber wir können mal kurz im Handelsding gucken. Hast du auch einen Schlüssel bekommen? Ja. Ich habe auch genug Truhen, der Schwarzlöwen. Ja, du kannst einen Schlüssel, eine Truhe. Ja, ich habe auch genug Truhen, um die zu öffnen. So, jetzt haben wir auch neue Schüchen, Siste. Wir haben auch keinen neuen Bogen. Speerschleuder ist schlechter als die, die wir vorher hatten. Aber wir haben eine neue Hose, die ist besser. Da schon mal Katze. Raus. Wow, ist genau die gleiche Hose, die wir vorher hatten. Sehr schön. Dann machen wir es einfach so weiter. Okay, klicken, um die Instanz zu verlassen. Wahrscheinlich ist dann jetzt die private, persönliche Geschichte damit beendet. Ja, jetzt ist sie erstmal beendet. Das heißt, wir können uns jetzt wieder mit allen möglichen Sachen beschäftigen. Wie zum Beispiel der Erkunden der Map. Boah, ich habe ein neues Miniaturding bekommen, ne? Okay. So eine Frau. Und die hat so einen goldenen Rahmen. Und die ist selten. Also die Schrift ist gelb, also vermutlich die ist selten. Die habe ich jetzt so entschlossen. Ja, also ich kenne das so aus den meisten Spielen. Weiß ist billig, blau ist selten. Gelb ist irgendwie sehr selten oder sowas. Und lila ist irgendwie extrem selten. Ja, schon wieder 10.000 Spieler. Alter, wo kommen die Spieler jetzt mal? Ohne Witz. So, wie komme ich denn da hoch? Komme ich hier hoch? Lass mich zu diesem Aussichtspunkt. Alter, willst du mich verarschen? Wo bist du? Kacke, wie komme ich denn hin? Im Aussichtspunkt will ich jetzt hier gerade. Achso, ah, der ist einfach, der ist sehr einfach. Wenn ich jetzt gerade mal hier bin, kann ich das auch direkt machen. Bei den Blutlegionen hat dieses Grab eine sehr große Bedeutung. Ja, nur bei muss relativ weit außen rum. So, ich habe ja überall schon gemacht, aber ich habe alle einzeln wieder vergessen, ey. Ja, du bist in der falschen Richtung. Du bist in der falschen Richtung. Ich war da ja schon, von daher ist mir das jetzt egal. Ah, ich hab schon wieder neue. Warte, wo haben wir die Heldenpunkte? Wie die Dinger heißen. Oh, ich muss auf jeden Fall Level 21. Mann, das war doch eine ganz billige Angelegenheit hier. Ich kann mich dran erinnern. Wo war denn die Scheiße hier? Ich hab dann 90er an diesem. Und
Cool, unnötig. Cool, genauso unnötig. So. Wo ist der scheiß Aufgang von diesem scheiß Berg? Ich vermisse ihn so sehr. Hm. Oh yeah. Ich glaube, ich spare, bis ich genug Dings habe. Punkte. Und dann, sobald ich Level 21 bin, skill ich die Kernfähigkeiten. Make das, Alter. Make das. Glaube ich. Ich muss mir einmal alle richtig durchsehen. Ich weiß gar nicht, was ich davon nehme. Sind, ach du Heilige, sind das 10.000 Effekte. Maus, bleib ruhig. Ich war eben gerade auf dem richtigen Weg, du Affe. Du bist falsch. Deine Mutter ist falsch, Alter. Ich weiß nicht, warum du auf mich hörst. Ich weiß es auch nicht. Ja, yeah, neue Sehenswürdigkeit. Und mal kurz ein Stückchen von meinem leckeren Säftchen hier saufen. Ha, gay. Irgendwie sowas. Ha, gay. Was sag ich hier? Ja, ich muss ein bisschen abnehmen. So, 2 von 10 erst. Wow, ich bin begeistert. So, irgendwas hier in der Nähe, was ich noch nicht erforscht habe. Da hinten ist noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit, das heißt, ich teleportiere mich mal kurz da hinten hin. Und werde mir jetzt. Oh, da habe ich auch noch eine unentdeckte. Na, Maus! Sehen wir dann Maus mal wieder nicht, ne? Kann ja nichts gegen machen, ne? Schon wieder so viel Maus hier. Kauf mir einen Trank der Aufdeckung, ja. Okay, das auf die Nerven, dass ich die Maus nicht sehen kann. Huskai heißt einer. Ist ein guter Name? So, entdeckte Sehenswürdigkeit, entdeckt. Was ist als nächstes dran? Dieses Gebiet hier abforschen. Okay, diesen Bereich habe ich. Oh, man könnte mal jetzt wieder das Ding befreien, ne? Das Ding befreien? Befreit die Krake! Ne, warte mal, falscher Film, ne? Ja. Verdammt. Okay, da hinten ist jetzt noch ein ein Aussichtspunkt, der ist ziemlich einfach. Ich bin halt hier an dem Aussichtspunkt dran, wo ich jetzt gerade hier rumgammel. Upsala, jetzt bin ich außerhalb der Bildschirmis gewesen. Oh nee! Jump'n'Run! Scheiße, wie lange müssen wir jetzt noch? Oh, wie lange können wir jetzt noch? 12 Minuten. Okay. Gut. Hä? Gut, dass ich die Zeit sehen kann, ja. Gott sei Dank. Gesundheit. Danke. Aussichtspunkt. Oh yeah. Oh yeah. Eine fette Katze mit einem fetten Steinbogen. Für mich sind das Katzen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir irgendwann mal hier Edelsteine hole und dann so ein fettes Kostüm. Ja, so ein Kostüm besorge. Habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe mich so. Boah, die sehen so geil aus. So, einige sehen wirklich schön aus, vor allem weil es halt wirklich einfach mal. Ja, die sehen einfach gut aus, weißt du? Und dann kannst du halt, du kannst ja halt die Werte halt einfach draufschmeißen, weißt du? Ja. Die Werte deiner Rüstung kannst du einfach draufklatschen. Weil ich hatte dann mal so eine geile Rüstung gehabt und die konnte ich dann halt nicht verwenden, weil es einfach zu schwach war. Im Gegensatz zu der anderen. Die sah einfach scheiße aus. So, ich bin hier gerade nochmal kurz an einem kleinen Event mit dabei. Was? Wo? Levelt er wieder vor? Eiskalt! Da hinten. Alter Schwede, du bist am, soll ich sagen, am Arsch der Welt. Ja. Ja. Huch, wo lass die Drogen aus dem Spiel. Niemals. Los, random buff, ich will jetzt Speed. Gib mir Speed. Was ist das denn? Unheilvoller Dampfschild, auf jeden Fall. 0 von 6 Waffenteile gestohlen. Schnell! Oh Leute, geht mir nicht auf die Nerven. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht.
Das kann ich den Scheiß nicht aufsammeln. Oh, der Beinkleid ist auch schon wieder besser als das, was ich habe. Sehr schön. Ey, warum kann ich das jetzt nicht aufsammeln, die Items hier? Hast du auch solche Geschütztürme? Samengeschütztürme? Noch schon ein unheilvoll Dampf-Dingens hier, Dampfschild. Ist ja voll geil. Wo? Der habe ich bei den Gegnern hier gefunden. Okay. Ein voller Dampfschild, Alter, hab ich noch nie gesehen. Jetzt mal ehrlich, warum sind hier so viele Leute? Ich hab keine Ahnung, heute ist Sonntag halt, ne? Ja, aber letzten Sonntag waren ja nicht mal so viele. Waren ja nicht mal ansatzweise so viele Leute. Winzige Ritualtasche. Winzige Ritualtasche, die nehme ich immer mit. Winzige Ritualtaschen sind immer ganz gut. Los! Reiß dich schneller an! Tötet sie! Stirb, Kartoffel. Nein, aber nein! Keine Ahnung. So. Ach so, müssen die Dinger beschützen. Verschießt giftige Nadeln vor euren Füßen, dass wenn die Gegner vor auf mich zulaufen, sie sofort vergiftet werden. Nice. Cool. Ich finde ja so Damage pro Sekunde am besten. Dann kannst du einfach extrem viele Skills draufhauen, weißt du? Und die kriegen die ganze Zeit Schaden. Ich werde mich demnächst mal alles in meiner ganzen Ruhe durchlesen. Jo. Um halt auch mal zu finden, welche Kombination eigentlich so die beste Variante halt so ist. Aber diese Fallen, die man im Nahkampf auslegt, die sind aber auch wichtig. Deswegen sage ich ja, so eine Kombination, die einfach mal zusammen richtig krass funktionieren könnte. Ich laufe die ganze Zeit nur hin und her. Ey, diese Leute mit ihren Geschütztürmen, ne? Was ist denn für ein Siege hier? Tugend der Entschlossenheit, regeneriere Lebenspunkte. Erstmal ehrlich, hast du nicht auch solche Geschütztürme als Bogenschütze? Nee, hast du als Techniker. Ach so. Ist ja voll OP. Toll. Hätte ich jetzt mal Krieger gespielt, Dampf-Kurzbogen. Scheiße, ist nur ein Kurzbogen. Und du brauchst Langbogen oder wie? Ja. Okay. Pfoten weg von meinem Müll, ihr stinkenden Parasiten. Ja gut. Da bin ich gesagt, dass ihr gut riecht. Ja gut, das hab ich, aber... Die sind in der Base! Die nehmen die Base auseinander! Ah ne, warte mal. Schon wieder falsches Spiel. Mann! Ja, ich fühle mich auch stark. Doppelklingen hier. Naja, was auch immer. Da ist der Techniker. Boah, ist der klein und hässlich. Schmeiß ihr Holz-Kurzbogen. Würdet ihr mich jetzt verarschen? Ja, okay, du droppst ja aber auch nur billig Equipment gerade, ne? Reicht. Ja. Was ist denn die denn für eine schöne Klinge hier? Mal gucken, ob das klappt. Schade, klappt nicht. Ja,
Wie lange? Ah, oh, ich wollte gerade schon sagen, wie lange dauert das Event noch, ey. Das gefühlt noch eine Stunde. Ja, irgendwie sowas, ey. Alter, brauchen Clown. Und die Folge ist auch schon gleich wieder vorbei. Zerbrochene Clown, bla bla, zerbrochene Clown, bla bla. Hallo! Zerbrochene Clown. Yay! Danke. Ja, war ja easy. Heldin, ich habe jetzt nur einen mächtigen Holz und einen Dampfbogen, Alter. So ein Schwachsinn. Das ist schlechter, das ist schlechter. Ich habe noch einen Kriegsmann, habe ich jetzt noch bekommen. Das ist schlechter, das ist auch schlechter. Das ist schlechter, okay. Nichts Besseres bekommen. Hey, Chico. Bäume. Wasser. Ein Wasserfall. Huch. Jetzt schiebst du aber Terror. Nein, das war das Fenster, das so geknallt ist. Mm. Ich springe. So, das haben wir auch geschafft. Wo können wir als nächstes hingehen? In diesem Bereich habe ich alles. In dem Bereich fehlt mir diese diese Sehenswürdigkeit, dieser Aussichtspunkt. Okay, dann heißt das, wir gehen jetzt als nächstes hier hin. Teleportieren können wir gleich ein paar Sachen mitverkaufen, praktisch. Was, wo, wie? Was, wer, wo, wann? Ja. Schön chronologischer Reihenfolge, alles jetzt durcharbeiten von dieser Map. Wo bist du? Ach, da bist du. Aha. Sachen verkaufen. Weg. Da. Weg. Ist jetzt da zum Aussichtspunkt? 16 Laden. Weg jetzt Beschützers. So. Das hier kann weg. Das kann weg. Die Fackel brauche ich nicht. Handschuhe kann weg. Magiekönige Wams des Heinz. Was für ein Schwachsinn, brauchst du wahrscheinlich nicht, ne? Das ist eine leichte Rüstung. Ich trag doch leichte Rüstung. Ja, es hat 48 Verteidigung plus 13 Kraft. Was? Was ist das denn? Brust? Ja. Warte mal kurz schon. Ausrüstung, Brust. Meine gibt 38 und 9 Kraft. Willst du es haben? Nehme ich gerne, wenn du es nicht brauchst. Ich habe mittlere Rüstung. Wie tauscht man nochmal? Ah ne, man muss das ja per Post schicken, ne? Oder wie war das? Ja, ich muss dir eine Nachricht schicken. Ah, das ist ätzend. Aber ich weiß nicht, wie ich dir die Nachricht schicken soll. Weil ich nicht auf meine Nachrichten zugreifen kann. Weil das Ding im Weg ist. Ja, gut. Scheiße. Gut, also nicht verkaufen, erstmal behalten. Inventar, wie viel habe ich überhaupt? 3 Gold, 37, 35.000 Karma. Ich war eigentlich schon bei 4 Gold, aber ich habe ein bisschen was ausgegeben, was total sinnlos war. Aber gut, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier zu dieser Sehenswürdigkeit. Okay. Und dann gehe ich hoch zu diesem Aussichtspunkt. Halt, wo will ich denn hin? Ist da hoch zum Aussichtspunkt? Erstmal zu dieser unentdeckten Sehenswürdigkeit. Ach, das Ding hier, okay. Mhm. Alter, du wirst vom Reh gejagt. Einmal mit Profis arbeiten. TSB, Alter. Das kannst du auch keinem erzählen. Eisenjäger und Techniker, müssen wir die jetzt beschützen oder was? Warte mal kurz, es kann sein, dass wir die jetzt beschützen müssen. Ich habe 2 Nachrichten bekommen, warum das jetzt auf einmal? Keine Ahnung. Das sind 2 Nachrichten. Ich kann was du nicht kannst. Guck mal, ich stehe jetzt hier hinten, ne? Ja. Nee. Wahrscheinlich das, was du schon mir am Anfang zeigen wolltest, war? Verkackt das. Ja. So, und jetzt zu diesem Aussichtspunkt hier. Komm mit! Auf diese Seite. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt wirklich vertrauen soll.
Das ist deine Entscheidung. Ja, oh, hier. Ja, jetzt hier viel Spaß beim Jump'n'Run. Was? Du bist noch nicht drüben? Oh, oh ficken, Alter. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Stimmt, bei dem habe ich auch bei meinem anderen Account auch ewig gehangen, Alter. Jetzt so ohne Witz, ey. Lol, ich habe es jetzt bei 2 Versuchen 2-mal geschafft. Also beim ersten Mal. Es ist so schlecht. Was ist das denn hier? Ach so, okay. Bin ich schon ein bisschen gewundert, das sah ja komisch aus. So, wenn du das Aussichtsdings gefunden hast, müssen wir die Folge auch beenden. Mhm. Gib mir noch 30 Minuten. Ja, okay. Hat die Folge halt Überlänge. Aber es wird schon. Mann! So. Was soll ich sagen? Es wird ja schon nichts mehr heute. So, wo ist es denn da? Also dieses Mädel habe ich, das Mädel habe ich auch, ja. Habe ich gerade von der Schwarztruhe bekommen. So. Und jetzt greift er wieder das Reh an. Erst Mundgeruch. Aha. Boah, ich will jetzt was testen. Mach das. Na, klappt doch nicht, schade. Alter, in welcher Position bitte schon gerade mein Verschlinger stand. So, und jetzt wäre das nächste gelegene das Herzchen da hinten. Okay. Ansonsten haben wir hier jetzt endlich alles gemacht bis zu diesem Bereich, ne? Jo, da war alles. Da habe ich auch alles. Jo, da hinten fehlt nur das Herz. Und noch eine Sehenswürdigkeit. 2 Sehenswürdigkeiten sogar. Aber da gehen wir dann halt hin, wenn es dann soweit ist. Aber dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Habe ich eigentlich angefangen? Ja, ne? Ich habe angefangen, diese Folge, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Dann werde ich es auch einfach jetzt beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss. Tschüss.